Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Vlog, zu einem neuen Themenvideo. Ich denke, ich werde das ganze Format irgendwie aufziehen. Vielleicht könnt ihr ein paar Namensvorschläge da in die Kommentare schreiben. Es geht heute um ein Thema, was derzeit sehr, wie soll ich sagen, in Österreich und in Deutschland sehr heftig ist. Und zwar geht es heute um die Flüchtlinge. Im Vorhinein möchte ich sagen, manchmal kann ich mich einfach nicht so gut ausdrücken zu dem Thema, was ich eigentlich denke oder dass ich mich manchmal falsch artikuliere. Dann einfach in den Kommentaren ausbessern, dann ist das super so. Und zwar erstmal zur Situation, dass Menschen sagen, Flüchtlinge bekommen alles in den Arsch gesteckt und so weiter. Und so fort. Gehen wir mal davon aus, wir müssten flüchten. Wir müssten gehen, weil hier der totale Krieg ausgebrochen ist oder ja, wir einfach flüchten müssten. Dann in einem anderen Land sind und dann nichts zu essen haben, kein Geld haben. Nichts, du kannst nichts machen. Du wirst einfach, du bekommst nichts. Ja? Wie möchten diese Menschen überleben? Wie möchten diese Menschen in Österreich überleben, wenn die, oder in Deutschland, wenn die nichts bekommen? Denkt doch mal logisch, Leute, wenn wir flüchten müssten, dann seid ihr auch froh über jegliches Essen, über Kleidung, über ein Bett. Ja, Leute, auch wenn es krass derzeit ist, die Situation, ja. Ich meine, bei uns war es so, ich nehme das Ganze jetzt am 14.09. auf, bei uns war es so, Deutschland hat eine Sperre gehabt, und weil wir wohnen ja ganz, ganz nah in Deutschland und das ist so, wir fahren oft nach Deutschland, und Deutschland hat jetzt wirklich eine Grenzsperre für 12 Stunden gehabt, weil eben schon so viele Flüchtlinge da sind, und ich glaube 60.000 Flüchtlinge haben die jetzt aufgenommen, und es ist einfach so viel, es sind so unglaublich viele Menschen. Und da ist es echt schwer zu wissen, wo man diese Menschen hintut. Weil zum Beispiel bei unserem Hauptbahnhof ist es so in Salzburg, mittlerweile sind unten in den Tiefgaragen überall Flüchtlingsbetten und Flüchtlingslager aufgebaut, weil es kommen so viele Leute, die Regierung weiß nicht mehr wohin mit den ganzen Menschen, und das ist echt krass. Ich möchte einfach nur euch mitteilen, dass ihr bitte nicht einfach nur so reagieren sollt mit scheiß Flüchtlinge bekommen alles in den Arsch geschoben und so weiter. Ich meine, sie haben Verpflegung, ja, also sie bekommen Essen. Teilweise, aber nur so viel sie zum Überleben brauchen, ja. Also die haben Hunger, die haben Kinder und alles. Wisst ihr, Leute, das ist echt schlimm. Ihr müsst euch denken, es fliehen sehr, sehr viele junge Männer. Und die haben eine Frau und vielleicht Kinder noch dort, die noch in ihrem Heimatland sind und sind dann ganz alleine in Österreich, die machen sich auch Sorgen. Das sind auch Menschen mit Gefühlen, ja. Und das ist dann schon krass, wenn man die so abstempelt und sagt so, boah, bekommen alles in den Arsch geschoben, diese scheiß Asylanten. Also das ist echt krass, wenn jemand sowas behauptet, vor allem, weil das dann, weißt du, uns geht's gut, wir schmeißen im Jahr, ich weiß nicht wie viele Tonnen an Essen weg, und ich appelliere nur an euch, zum Beispiel, ich habe auch für Power of Web gespendet, ist zwar nur ein kleiner Beitrag, aber meiner Meinung nach sollte jeder Bürger hier was dafür tun, dass es den Mitmenschen gut geht, weil es ist kackegal, ob diese Menschen, die jetzt zu uns kommen, die Deutschen sind, die von Deutschland hierher flüchten, auch wenn es, ich sag mal so, ein bisschen dumm wäre, einfach ins Nachbarland zu flüchten, wenn dort Krieg ausbricht, aber dann würden wir die wahrscheinlich genauso aufnehmen und genauso Essen geben und so weiter. Und da ist dann wieder dieser Punkt, wo man sagt, Nazi hin, Nazi her. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man Nazi ist, weil man keine Türken aufnimmt oder so. Aber man sollte Respekt zeigen vor jedem Menschen. Egal, ob es Deutscher ist, ob es Türke ist oder was weiß ich, wisst ihr? Ich zum Beispiel war ganz alleine in der Klasse als Österreicher, als vollkommener Österreicher, und der Rest, das waren alles Leute,
die von Polen kam, von Tschetschenien. Wisst ihr, das ist ein, ich musste mich mit allen Leuten anfreunden und somit ist mir das auch total wichtig, weil ich einige Freunde habe davon, wo ich mir dann denke, okay, die sind auch hierher geflüchtet, haben jetzt aber hier eine Chance bekommen, ein Leben. Ich meine, das hier sind halt wirklich Massen, das hier sind so viele Menschenmassen und ich verstehe auch die Leute, die sagen, es ist so viel und so weiter und so fort, aber Leute, versetzt euch doch mal in die Lage der Flüchtlinge. Neidisch zu sein auf einen Flüchtling, der vielleicht seine Familie verloren hat, der nichts zu essen hat, der einfach das bekommt, was er zum Überleben braucht. Leute, da muss man nicht drauf neidisch sein. Und ich dachte, ich spreche es jetzt einfach mal an. Vielleicht nenne ich es irgendwie so Talk About oder sowas, das Format, weil ganz viele gefragt haben, ey, könntest du vielleicht mal ein Format machen, wo du einfach über Themen redest? Und ich finde es eigentlich mal ganz cool, so in Real Life vor der Kamera zu sitzen und einfach mal so ein bisschen drüber zu reden, was gerade so abgeht, um meine Meinung da abzulassen. Wie gesagt, jeder hat da eine andere Meinung und ich würde das auch wirklich sehr, sehr begünstigen, wenn ihr da eventuell in den Kommentaren mit mir diskutiert, wie ihr die Situation so einschätzt, wie ihr diese Situation findet. Sind auch bei euch in der Nähe Flüchtlinge untergebracht? Wie seht ihr die ganze Flüchtlingsaktion? Habt ihr schon gespendet vielleicht? Das würde mich alles interessieren und ich würde einfach mal sagen, schreibt mir auch ein paar Themen für die nächsten Videos und dann hoffentlich mit auch ein paar Themen, die ein bisschen glücklicher sind und ich würde sagen, macht's gut, haut rein und ciao.